Über den Zeitraum der letzten zwei Wochen fand in den oberen Räumen des Lausitz-Centers das Projekt Komm auf Tour statt. Komm auf Tour ist ein Projekt zur Stärkenentdeckung, beruflichen Orientierung und Lebensplanung für Jugendliche ab der 7. und 8. Klasse, ihre Erziehungsberechtigten und Lehrkräfte. Ziel dabei ist, erlebnis- und handlungsorientierte Impulse zu setzen, um Jugendliche frühzeitig und gendersensibel in ihrer beruflichen Orientierung und Lebensplanung zu unterstützen. Wir haben in den zwei Wochen fast 1000 Schüler hier durch das Projekt geführt. Die Schüler gehen wirklich stolz hier raus, weil sie von fremden Menschen Stärken eingeschätzt bekommen, die sie vielleicht selber an sich noch gar nicht erkannt hatten. Im Mittelpunkt steht ein 500 Quadratmeter großer Erlebnisparcours, an dessen 6 Stationen die Schüler und Schülerinnen ihre Stärken entdecken und diese mit realisierbaren beruflichen Perspektiven verbinden. Je nachdem, an welcher Station die Jugendlichen das meiste Interesse zeigten, erhielten sie dort auch eine Stärkenplakette. Zuletzt werden dann die Schaukästen geöffnet, in denen sich mögliche Berufswege für besagte Stärke befinden. Wir sammeln auch nochmal extra Feedback über eine digitale Abfrage und da kommt also durchweg positives Feedback. 80% der Jugendlichen sagen, das hat heute Spaß gemacht, 20% sagen, war ganz okay. Es gibt niemand, der sagt, das war Zeitverschwendung und wir fragen auch ab, hast du deine Stärke für dich heute gefunden? Und dort sind wir im Bereich von 70%, die sagen, ja, ich habe was gefunden, und die verbleibenden 30% sagen, das war eine gute Aktivität, ich beschäftige mich nochmal mehr mit dem Thema. Das Projekt Komm auf Tour startete im Jahr 2013 und wurde seitdem im Jahrestakt fortgesetzt.